de la solidaridad europea. Juntos vamos a derrotar a los planes que se proponen para empobrecer los trabajadores europeos. Wohlversammlungen der regionalen Lehrergewerkschaften haben beschlossen, in Dauerstreik zu treten. Die meisten Mittel- und Oberschulen bleiben seit Montag geschlossen. Starken Widerstand leisten derzeit die Grundschullehrer. Aus Protesten gegen Normkürzungen, Entlassungen und Personalmangel haben Gymnasiallehrer monate fünftägige Arbeitsniederlegungen begonnen. Wir sagen Nein zu Mobilitätsreserve, Entlassungen und Zwangsbesetzungen. Hintergrund der Streikwelle sind weiterhin umfassende Änderungen im Grundschulsystem. Die Oberstufenreform in Griechenland lässt befürchten, dass Kinder wirtschaftlich schwacher Familien der Zugang zur höheren Bildung noch mehr erschwert werden. Das neue Prüfungssystem berücksichtigt nicht die Bedürfnisse der Schüler und Schüler. Das verwundene Kind des Arbeitslosen wird insgesamt in mehr als 35 Fächern geprüft werden, um versetzt zu werden, ein Abschlusszeugnis zu erhalten und danach in der tertiären Bildung feig aufgenommen zu werden.